Fünf Tore letzte Saison. Ich glaube, die letzten beiden Spiele gegen Braunschweig waren, würde ich sagen, mit die besten in der Saison für mich persönlich. Also steckt schon viel Positives dahinter für mich persönlich. Eher schießen, obwohl ich mir für die Saison viel vorgenommen habe, auch in Sachen vorzubereiten. Aber ich glaube, ich habe persönlich einen besseren Abschluss wie eine bessere Vorlage. Sehr, sehr wichtig. Ich würde nicht sagen am wichtigsten, weil ich glaube, meine Mama war die wichtigste, weil wo mein Papa zu Auswärtsspielen gefahren ist oder Training hatte, ja, war meine Mama sozusagen der Taxi und musste mich überall hinfahren. Und deswegen spielen schon beide eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle. Puh, das ist eine gute Frage. Wichtigste Stärke. Ja, ich glaube, dass ich einfach gute Standards habe und das einfach richtig, richtig gut einsetzen kann, schießen und auch vorlegen. Von daher glaube ich, ist das schon eine Waffe von mir, die ich auch gerne diese Saison weiterhin einsetzen möchte. Meine Freizeit, ich sitze gern im Café, irgendwo am Wasser gemütlich oder verbringe viel Zeit mit meinen Freunden. Ich bin jetzt nicht der PlayStation-Zocker, der sich irgendwie 10 Stunden verbunkert und zockt, sondern ich bin gern draußen an der Luft und möglichst mit vielen Leuten, dass es gerne laut ist und alle irgendwie was zu sagen haben und So verbringe ich am liebsten die Zeit. Ja, was wir schon gesagt haben, mein Papa, weil ich von klein auf seine Spiele gesehen habe und immer mit dem Stadion war und natürlich auch als Einlaufkind dann auch aktiv war und als Balljunge und immer mit dabei war. Und ich glaube, dass ich da auch wirklich einen wichtigen Ratgeber für mich gefunden habe, der mir zu allen beisteht. Und deswegen ist es auch mein größtes Vorbild. Oh, das ist eindeutig. Also ich bin riesen Liverpool-Fan, mein Papa auch. Also da gibt es keine zwei Meinungen, dass es Liverpool ist. Ja, dass ich noch mehr Tore und Vorlagen schieße wie letztes Jahr für Preußen und dass man gesehen hat, dass die dritte Liga schon eine schwierige Liga ist und ich einfach der Eintracht helfen möchte, soweit es geht wie möglich oben zu stehen und